3.33 Uhr. Zeit zum Schlafen, um ein Auge zu schließen. Ausruhen, abwarten, austauschen, das andere Auge. Vielleicht gelingt es in diesem Rhythmus, beide Augen auf einmal zu schließen. Zeit und Geduld. Der Kopf dröhnt schon. Die Glieder strecken sich lang, ganz zu schweigen davon, dass kein Wort mehr über die Zunge läuft. Also ganz sicher der Schlaf. Zeit ist untergegangen in meinem Bett. Ich hänge in den Lüften und denke und denke und denke. Morgen wird alles ganz anders. Ganz gleich. Ich schlafe ein. Wieder von East meets West. Diesmal Tunjai Gari neben mir. Tunjai Gari hat uns gerade eine schöne Stunde mit seiner Lyrik geschenkt. Tunjai, erzähl kurz, wie du zur Schauspielerei gekommen bist. Das, wie bei vielen wahrscheinlich auch, bei mir während der Schulzeit in Schultheatergruppen angefangen und dann von einer Freundin überredet worden, einen Schauspielkurs zu belegen und ein Projekt nach dem anderen gehabt und eigentlich wollte ich studieren, was Handfestes machen, bin aber dazu nicht gekommen, weil die Projekte sich aneinander gereiht haben wie Perlen und ich bin da sozusagen hängen geblieben beim Schauspiel und immer noch bleibe ich da hängen. Was verbindest du mit Schauspielerei? Es ist nicht nur Schauspiel, sondern insgesamt so, was man macht, um mit diesem Leben klarzukommen, also in diesem Leben klarzukommen, da war es für mich einfach ein Weg, um Dinge zu verstehen, zu begreifen, das Leben zu begreifen, mit dem Leben anders umzugehen, als wenn ich jetzt einen Beruf gewählt hätte früh und müsste mich damit arrangieren, ein Leben lang. Ich habe jetzt schon mehrmals dich gehört und mir ist aufgefallen, dass du, wenn du vorträgst, nahezu sezierend wirkst. Ist das eine Hilfe dabei, diese Klarheit zu bekommen, von der du gerade gesprochen hast? Für mich auch, während ich lese, aber vielmehr für das Publikum, also die Gelegenheit zu geben, dass sie die einzelnen Zeilen oder Gedanken eher erfassen, auf jeden Fall ihnen den Raum lassen, zu verstehen. Wie würdest du dich als Schauspieler beschreiben? Eher ein ernster Typ oder ein Typ, der auch komische Seiten hat? Wahrscheinlich werden mich viele als eher ernsthaft einschätzen, ich mich vielleicht auch, aber in dem Ernsthaften ist ja auch immer etwas Komisches, also so ein komisches Talent habe ich schon bewiesen, einfach durch die Ernsthaftigkeit. Du hast auch ein Kindertheater und zwar das Theater Windmühle. Mit welchem Programm bist du da unterwegs? Also das ist ein virtuelles Theater, es existiert im Internet, dem Namen nach, aber angefangen hat es damit, dass wir Schauspieler auf unseren Einsatz gewartet haben und unzufrieden waren, so Angebote zu bekommen, die uns eigentlich nicht gefallen. Und so ist die Idee geboren, gemeinsam was zu entwickeln, Theaterstück zu entwickeln und selber schreiben, selber spielen, was einem eher erfüllt. Und so habe ich mich mit einem Kollegen zusammengesetzt, ein Theaterstück angefangen für Erwachsene. Da kam noch ein Musiker dazu. Die Idee war so gut, hat uns so gefallen, dass wir gleich ein Kindertheater hinterhergeschoben haben. Und das ist auf jeden Fall im Hintergrund ein Projekt oder ein Theater, wenn mal von außen keine Aufträge kommen, dass man selber was machen kann. Also es ist ein Theater für Kinder, aber auch für Erwachsene. Also ich könnte dich anrufen und sagen, kommen Sie bitte, wir haben ein Kinderfest und ich möchte, dass Sie spielen. Ja, klar. Also es gibt ein erprobtes Erwachsenentheaterstück und auch ein erprobtes Kindertheaterstück und weitere Projekte sind auch in Planung. Und wir Schauspieler machen ja so gut wie alles, glaube ich, oder? Na, fast alles. Hin und wieder. Tunjai, du hast vorhin erzählt, dass du gerade deine Lyrik veröffentlicht hast im Internet. Ja. Hast du auch noch vor, dass das irgendwann ein gedrucktes Buch wird? Das ist jetzt als E-Book erschienen, unter dem Titel Nicht ich bin der Fremde. Und das ist natürlich auch geplant in absehbarer Zukunft als Papier, was man in den Händen halten kann. Aber mit diesen neumodischen Geräten, iPads und so, das kann man ja auch so tun, als ob man umblättert. Also,
Praktisch. Ja, ist beides möglich. Jetzt die legendäre letzte Frage. Warum bist du bei East Meets West und was verbindet dich mit East Meets West? Ich bin ja in diese Gruppe von Ulrich in die Montmartre-Gruppe eingetreten und gesehen, dass da viele unterschiedliche Künstler sind, die zusammen was machen wollen. Und es kam auch schon zu einigen Begegnungen und East Meets West war, finde ich, auch eine schöne Gelegenheit, dass ein Großteil dieser Gruppe zusammenkommt und dass man gemeinsam Projekte versucht. Ich denke, hier fanden die 14 Tage genug Projekte statt, die Künstler dieser Gruppe gestaltet haben und ich hatte auch große Lust, damit zu machen. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und hoffe, dass du noch weiter so wunderbare Lyrik schreibst. Danke.